Also ich dachte am Anfang, dass die Arbeit im Finanzamt ausschließlich im Büro stattfindet. Aber die Arbeit ist total abwechslungsreich und es macht auch wirklich viel Spaß. Also das ist die Larissa. Und das ist der Lukas und wir machen eine Ausbildung zur Finanzwirtin bzw. Finanzwirt. Im theoretischen Teil sind wir eben kostenlos in Ansbach untergebracht. Die Gemeinschaft hier ist einfach super und ich habe auch schon wahnsinnig viele Freunde gefunden. Neulich hatten wir wieder ein Seminar in Datenverarbeitung, das heißt die Arbeit mit dem PC. Und das war dann ein echtes Erfolgserlebnis, als wir das dann direkt im Amt gebraucht haben. Wir haben unsere eigenen Aufgaben und haben da auch unsere eigene Verantwortung. Und wir haben auch wirklich den Kontakt mit den Kunden. Also ich möchte gerne ins Servicezentrum. Ich freue mich einfach darauf, mich weiterzubilden, das heißt nicht stehen zu bleiben. Ich habe mich für die Ausbildung entschieden, weil mir von vornherein klar war, dass ich einen sicheren Beruf haben möchte. Und ich bereue es überhaupt gar nicht, dass ich hier angefangen habe und freue mich auf wirklich alles, was kommt. Früher hat der Beruf Finanzbeamter oder Finanzbeamtin immer etwas Langweiliges gehabt. Man hat gesagt, Mensch, die nehmen nur das Geld von den Leuten und sitzen an den Büros rum. Heute hat sich das Image deutlich gewandelt. Finanzbeamte sind diejenigen, die für Gerechtigkeit sorgen. Mit einem hochkomplexen Berufsbild, mit einer tollen Ausbildung, in einer schwierigen Steuerwelt. Sorgen sie dafür, dass Gerechtigkeit herrscht, was Steuereinnahmen betrifft. Sie sorgen dafür, dass der Staat finanzierbar ist. Ohne Finanzbeamte gäbe es am Ende keine Kindergärten, keine Schulen, keine Straßen, die gebaut werden. Daran etwas mitzuhelfen, ist eigentlich eine klasse Sache. Und der Staat selber bietet gute Möglichkeiten für junge, qualifizierte und aufstrebende junge Menschen. Insofern kann ich nur sagen, Finanzbeamter, Finanzbeamtin ist ein echter Zukunftsjob. Kommt her und bewerbt euch und nutzt die Chance.